ein neues Dokument erstellen. Ein leeres Dokument erstellen. Sie können ein neues, leeres Dokument in Writer auf verschiedene Art und Weise erstellen. Drücken Sie die Tastenkombination STRG N. Ein neues, leeres Dokument wird geöffnet. Wenn Sie bereits ein Dokument geöffnet haben, erscheint das neue Dokument in einem neuen Fenster. Verwenden Sie Datei, Neu, Textdokument. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der Standard-Symbolleiste. Ein Dokument aus einer Vorlage erstellen. Sie können eine Vorlage in Writer verwenden, um ein neues Dokument zu erstellen. Vorlagen dienen als Basis für mehrere Dokumente, um sicherzustellen, dass diese das gleiche Layout erhalten. Im Ergebnis sehen alle Dokumente gleich aus. Sie haben die gleichen Kopf- und Fußzeilen, verwenden die gleichen Schriftarten und so weiter. Leider enthält eine ganz neue OpenOffice.org-Installation noch nicht viele Vorlagen. Allerdings ist es möglich, Ihrer Installation neue Vorlagen hinzuzufügen und diese dann für neue Dokumente zu verwenden. Wenn sich auf Ihrem System einmal Vorlagen befinden, können Sie neue Dokumente auf der Grundlage dieser Vorlagen über Datei, Neu, Vorlagen und Dokumente erstellen. Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie angeben können, welche Vorlage Sie für Ihr Dokument verwenden wollen. Suchen Sie die entsprechende Vorlage, markieren Sie sie und klicken Sie dann auf Öffnen. Ein neues Dokument wird mit den in der Vorlage definierten Formatierungen erstellt. Ciao und viel Glück!